Was geht YouTube? Ich bin Kellermanieroman und bringe euch heute wieder zwei VGC Wi-Fi Battles mit dem Team, das wir ja auch schon bei meinem Premier Challenge Rückblick gesehen haben und beim Kampf gegen Nico Robin und was wir schon in dem Kampf davor hatten, der war letzten Samstag. Und ja, jetzt wollen wir hier mal aufnehmen. Ich nehme nebenbei interessanterweise am Tag, wo das hier online geht, auf. Es wird hoffentlich einigermaßen klappen. Ich hatte gestern Abend irgendwie keine Lust mehr und da muss ich heute bekämpfen gegen Hidari aus Japan, Tokio, der 0%, 0%, 0% sagt. Ich muss heute noch, damit ihr vernünftig Videos habt, 4 Videos aufnehmen. Das freut mich schon mal direkt, weil ich morgen irgendwie mal komplett entspannen will. Hidari bringt ein Dimeteros Kangama, Filinara Quajutsu, Cresselia und Heatran. Gut. Oder nicht gut. Er hat kein Pokémon, das von... Okay, ich starte, es ist, glaube ich, am klügsten, wenn ich mit Calamanero Capoeira starte. Denn an sich, Calamanero ist relativ gut gegen so gut wie alles. Außer halt das Filinara, aber das kann ich hoffentlich mit einem Rundumschutz ausschalten. Dann, meine Damen und Herren, muss ich auf jeden Fall Flunkiefer mitnehmen. Und des Weiteren brauche ich Milotic oder Voltolord? Milotic. Aber wäre jetzt doch Voltolord besser. Ich meine, Voltolord überlebt einen Icy von einem Megalucario mit einem KP nach Life of Damage. Wer das Video nicht gesehen hat, sollte sich auf jeden Fall angucken. Ich fand das immer noch unglaublich. Dass es das so überlebt. Einfach unglaublich. Okay. Hidari will mit mir kämpfen und er startet mit Quajutsu und Kangama. Nicht das Schönste auf der Welt, aber jetzt auch nicht unbedingt das Schlechteste. Ich hau einen Mogelhieb auf das Quajutsu. Und einen Kraftkoloss auf das Kangama. Wenn jetzt ein Quajutsu mit Kehrtwende hat, die sind sehr, ja doch eher sehr selten, da man ja meistens eher vier, also physische Quajutsu sind sowieso immer recht selten. Da nutzt man ja meistens eher Special Quajutsus, deswegen ich, es ist nicht unwahrscheinlich, aber ich glaube einfach nicht daran. Weil ich die wirklich sehr selten, so gut wie nie sehe, deswegen, ja. Wenn jetzt den Mogelhieb auf Calamanero setzt, dann haben wir so ziemlich eine Nullrunde. Hier kommt der Mogelhieb gegen Calamanero. Okay, dann haben wir eine Nullrunde. Außer, dass ich ein bisschen Schaden genommen habe und er ein bisschen Schaden genommen hat. Gut, in dieser Runde passiert gar nichts. Dann hau ich jetzt eine Dampfwalze raus und schütze erstmal meinen Capoeira. Nicht mein Capoeira, mein Calamanero. Denn jetzt will ich die beiden doch ein bisschen verlangsamen. Finsteraura geht gegen Calamanero, okay. Und Risikotackle auch gegen Calamanero. Er will Calamanero aus dem Rennen hauen. Jetzt werden hier beide erstmal schön ein bisschen verlangsamt. Das gefällt mir doch gleich. Das gefällt mir doch gleich sehr, sehr gut. Dann haue ich jetzt noch eine Dampfwalze raus und ein Kraftkoloss gegen das Kangama. Er setzt jetzt Eisstrahl ein. Gegen wen? Gegen Capoeira, okay. Und kriegt den Freeze. Ist es denn? Nicht, dass es jetzt hier irgendwie einen Unterschied gemacht hat, aber er kriegt den Freeze. Wow, dass die immer noch nach minus 1 noch schneller sind? Egal, Kangama fast down. Kangama geht fast down. Ich komme am besten, glaube ich, mit Flunkiefer rein. Kann dann nämlich noch einen Bedroher raushauen, um ein bisschen die Gefahr von Kangama zu neutralisieren. Haue, denke ich, was hat er noch so alles in der Hinterhand? Der hatte noch Filinara und sowas.
haue, denke ich, einen Eisenschädel für den Fall, dass mit Felina reinkommt, gegen das Kangama und einen Kraftkoloss gegen das Quajutsu. Auch wenn er jetzt wahrscheinlich sowieso losgeht, wieder Eisstrahl benutzt und noch einen Freeze kriegt. Das weiß ich jetzt schon. Er wächst das Kangama aus. Bitte geh in das Felinara. Nee, Cresselia. Schade. Naja, Cresselia wird auch jetzt so ein... Wird auch so ein... Dingens nicht mögen. So einen Eisenschädel. Finsteraura kommt von... Er will mich flinchen. He wants to flinch me. Wird es schaffen? Nein, Kraftkoloss von Calamanero kommt durch und erledigt das Quajutsu. Und damit geht Quajutsu down. Er hat jetzt noch drei Pokémon. Kangama ist so gut wie tot. Eisenschädel von Flunkiefer geht gegen Cresselia und das macht doch einiges entscheidend. Wir sehen aber den Beulenhelm. Jetzt die Frage, womit kommt er rein? Und Trick Room kann er nicht setzen, da brauche ich keine Angst zu haben. Dann kommen wir damit Kangama rein. Das heißt, in dieser Runde gibt es einen Double Protect, denn... Mogelhieb, nee. Deswegen jetzt Schutzschild und Schutzschild. Weil ich doch Angst habe von dem Mogelhieb und mir nicht sicher bin, was er Mogelhieben möchte. Zumal ja dein Tiefschlag auch nicht funktioniert. Calamanero wird natürlich Spaß haben, so einen Abschlag gegen das Cresselia zu machen. Auch wenn es natürlich dann noch ein bisschen Beulenhelmschaden nimmt. Wir sehen beide Protecten jetzt die Frage. Was kommt da? Mogelhieb? Wer gegen Calamanero gegangen? Und Donnerwelle, wer gegen Flunkiefer gegangen? Ich hau jetzt einen Tiefschlag gegen das Kangama und einen Abschlag gegen das Cresselia. Tiefschlag von Kangama gegen Calamanero, macht aber dank der Erhöhung der Verteidigung so gut wie gar nichts. Aber ich bin jetzt, glaube ich, ungefähr in dem Bereich, wo Tiefschlag von Flunkiefer geht jetzt leider daneben. Hier kommt der Abschlag von Calamanero, erledigt das Cresselia, erledigt aber auch fast mein Calamanero. Erledigt sogar mein Calamanero. Nicht ganz so schön. Er kann jetzt natürlich die ganze Zeit mit Tiefschlag was machen, aber Flunkiefer widersteht dem. Und jetzt noch ein Pokémon. Wenn es das Felinara ist, dann stehe ich hier relativ gut da. Wenn nicht, dann nicht. Ich komme jetzt mit Milotic rein. Was ist das letzte? Es ist das Seatron. Okay, sind wir da ganz ehrlich? Das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Ich hau einen Eisenschädel gegen das Kangama und ein Siedewasser gegen das Seatron. Er wird wahrscheinlich wieder Tiefschlag benutzen. Muss er. Das muss er so ziemlich. Denn er hat die Gefahr, dass ich Tiefschlag benutze und dann sein Kangama ausschalte. Aber ich werde sein Kangama... Ich werde jetzt keinen Tiefschlag benutzen. Milotic sollte eigentlich so einen Tiefschlag überleben. Flunkiefer sowieso. Und Flunkiefer müsste eigentlich schneller sein als ein Heatran. Er setzt einen Tiefschlag gegen Milotic ein. Macht so gut wie gar nicht. Na gut, macht noch viel. Oh, am Ende noch einen Volltreffer. Er setzt Erdkräfte ein. Verdammt, ich bin doch nicht schneller. Komm, überlebt das! Verdammt, da habe ich mich vertan. Volltreffer, das hätte bestimmt noch überlebt. Wahrscheinlich nicht, aber... Siedewasser, komm, wenigstens hier. Crit hinterher. Nö. Kein Crit, es ist sehr defensiv. Das Problem ist, ich bin langsamer. Aber ich habe noch meine Citrobeere. Dann ist die Frage, was kann weniger gegen mich ausrichten? Ich würde sagen, das Citron, weswegen ich jetzt erstmal das Kangama ausschalte. Ich hätte verteidigen sollen und dann versuchen... Ja, das wäre klüger. Heatron schützt sich selbst! Perfekt! Perfekt! Er setzt Tiefschlag ein. Mach ruhig. Hier kommt meine Citrobeere. Damit heile ich mich wieder hoch. Ich nehme hier noch ein bisschen Schaden und jetzt muss ich das, was auch immer das Heatron... Erdkräfte... Ich bin mir nicht sicher, ob ich das in dem Bereich, wo ich bin, überlebe. Aber wenn ich es tue... Das ist jetzt spannend. Ich hätte da am Anfang wirklich gar nicht Tiefschlag benutzen sollen. Das war schon ein bisschen fehlerhaft. Aber wenn ich jetzt diese Erdkräfte überlebe... Ich hätte auch Eissturm über benutzen sollen. Dann hätte ich ein bisschen Schaden zu... Hier kommen die Erdkräfte. Und dann wäre ich schneller gewesen. Und Kangama wäre so viel... Milotic! Nein!
Oh mein Gott! Nein! Komm, komm! Du musst noch einmal überleben! Milotic! Sammle all deine Kräfte! Nein! Das war bestimmt Min-Damage. Oh, so knapp! Oh. Ach, Milotic. Fast hättest du es geschafft. Aber die zwei Runden Überreste. Entweder die zwei Runden Überreste oder wirklich Min-Damage. Das kann auch sein. Bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich kenne die Kalkser jetzt nicht auswendig. Aber es sah mir schon eher aus wie Min-Damage, weil vorher hatten wir... Naja, muss auf jeden Fall weniger Damage gewesen sein als vorher, weil... Wenn ich mir jetzt gerade so überlege. Er war vorher im gelben Bereich und es hat zwei Überreste gedauert, bis er wieder im vollen Bereich war. Das heißt, er war ungefähr bei... Ich glaube, Überreste stellen 5% wieder her oder so, ne? Ja, ist jetzt gerade nicht. War ein Zehntel? Dann hat er jetzt noch so ganz wenig übrig. Ja, das ist ungefähr... Ungefähr hätte ich, wenn ich genauso viel gemacht hätte wie beim ersten Mal, dann wäre es was gewesen. Wir kämpfen gegen Taisei aus Japan, Tokio. Ich hätte aber auch einfach nicht da den Tiefschlag gegen Kangama machen sollen. Und Taisei bringt ein Glurak, ein Rotom, ein Felinara, ein, wer ist noch gleich? Waumball, ein Kangama und ein Gengar. Gut, ich sehe zwei Flächenangreifer. AKA Glurak und Felinara. Für Waumball muss ich auf jeden Fall Voltolos mitnehmen. Und Heatran. Heatran sieht insgesamt sehr gut aus, hat bloß Problem gegen Kangama, aber das würde ich ja schon hoffentlich vorher neutralisieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist am besten Capoeira... Wieder Capoeira Calamanero? Er hat keinen Bedroher diesmal dabei. Er hat keinen Bedroher dabei. Calamanero wird fertig mit Kangama, Gengar. Rotom kann es einiges zusetzen. Voltolos, wenn er mit dem Elfhund startet. Wird er mit dem Elfhund starten? Ich glaube, er wird mit dem Elfhund starten. Vielleicht will ich aber auch Calamanero Voltolos starten, aber dann, wenn er es für die Nara ist, schlecht. Deswegen hätte ich lieber mit dem Capoeira, falls er mit dem Felinara startet oder mit dem Glurak. Nämlich Voltolos mit. Ja, Calamanero. Flunkiefer. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Ich bin mir da nicht sicher, weil ich jetzt auch nicht unbedingt sehe, was für ihn so. Ich schätze mal irgendwie so Baumball. Um mich da zu nerven. Schätze ich jetzt mal. Bitte starten mit Glurak Felinara, das wäre super. Oh ne, Glurak Warmball. Okay, Glurak Gengar. Ich krieg einen Bedroher raus, nicht dass der hier irgendwas ausmacht. Aber das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. Ich hau einen... Ich hau einen Donnerblitz gegen... Moment, hat er noch irgendwas anderes, was schwach gegen Finsternis war, gegen Unlicht war? Nee. Mogelhieb gegen Glurak und Finsteraura gegen Gengar. Mein Mogelhieb gegen Gengar. Okay, ich hätte, wenn er jetzt nicht protected, hätte ich auch drin bleiben können und direkt das Glurak ausschalten. Aber so ist das Glurak ja erstmal sowieso ausgeschaltet. Und er weiß noch nicht, dass ich einen Rundumschutz habe. Oder vielleicht weiß er es. Du weißt es nicht, ob er es weiß. Ich denke nie daran, dass Capoeira das Rundumschutz kriegt, wobei jetzt denke ich hoffentlich auf das. Okay, er schützt sich selbst. Gut, dass ich mich auf das Gengar konzentriert habe. Mogelieb bringt natürlich hier gar nichts. Gengar setzt Matschbombe ein gegen Voltolos. Macht, ja, einiges an Schaden. Hier kommt die Finsteraura, wird ihn wahrscheinlich bis zu seinem Fokusgurt runterbringen. Bringt ihn bis zu seinem Fokusgurt runter. Und das ist jetzt ein bisschen schlecht. Sagen wir es mal so. Das ist jetzt echt ein bisschen schlecht. Okay, warte. Rundumschutz. Und ich wechsle in Flunkiefer, falls er wieder Matschbombe benutzt. Weil, Voltolos brauche ich irgendwie noch und... Super. Fehler bei der Datenübertragung.
Kurzer Kampf. Yay. Yay. Okay, das ist natürlich immer schön. Sehen wir mal, was er hier gemacht hätte, weil spätestens da hätten wir dann sehen können, ob ich verloren hätte oder nicht, glaube ich. Matschbombe, und Flammenwurf. Aber gegen Capoeira. Ja, aber ich glaube echt, das hätte ich jetzt nicht nochmal rumreißen können, aber super. Super mein Internet heute. Naja, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen, auch wenn es etwas kurz war und der letzte Kampf bescheiden. Wir sehen uns damit das nächste Mal wieder. Bis dann und bitte Internet das nächste Mal nicht. Danke!